Dareth. Auch bekannt als Großmeister Dareth, Brauner Ninja oder Meister des Braunen, ist ein faszinierender Charakter mit vielen Facetten. Von Anfang an war er ein Mensch mit großen Träumen und einem stolzen Herzen. In dem heutigen Video geht es um seine Geschichte, um sein Leben. Ich orientiere mich hierfür stark an dem Artikel des Ninjago Wiki zu Dareth. Dieser ist in der Beschreibung verlinkt, falls er euch interessiert. Schon in seiner Kindheit bereitete Dareths Mutter ihm saftige Teigtaschen zu, die später zu seinem Leibgericht wurden. Doch sein Leben nahm eine Wendung, als er anfing, mit seiner eigenen Gesangsshow durch Ninjago zu reisen. Dabei trat er in Talentwettbewerben gegen die königlichen Schmiede auf, obwohl er eigentlich Gitarre spielen und nicht singen wollte. Trotzdem war er ein Meister der Luftgitarre, wie er sich selbst nannte, und gab nie auf, seine Träume zu verfolgen. In Staffel 2 tauchte Dareth als Dojo-Besitzer und Karate-Sensei auf, der anfangs eher egoistisch und selbstverliebt wirkte. Dareth bewies immer wieder seinen Mut und seine Entschlossenheit, auch wenn seine Kampftechniken manchmal lächerlich erschienen. Bei einem Kampf gegen die Piraten scheiterte er zwar, wurde dann aber vom Ultradrachen gerettet. Als die Steinsamurai auftauchten, zeigte Dareth erneut seinen Mut, indem er sich ihnen entgegenstellte. Dabei traf er auf Tina Tratsch, die er als Kameramann begleitete. Gemeinsam versuchten sie, die Nachricht der Ninja aufs Dach des Nachrichtengebäudes zu kommen, weiterzugeben und flohen vor den Steinsamurai. Im Laufe der Zeit gewann er den Respekt der Ninja und wurde schließlich auch Teil des Teams, als er die Kontrolle über die Steinsamurai übernahm. In Staffel 3 spielte Dareth eine eher kleinere Rolle, arbeitete jedoch als Vertretungslehrer in der Akademie der Ninja, wo er übrigens auch lebte. Er unterstützte sie weiterhin, auch wenn er sich aus dem Nindruid-Konflikt eher heraushielt. In Staffel 4 unterstützte Dareth die Ninja bei ihren Abenteuern und half ihnen beim Bau des Felsenbrechers. Er kämpfte auch tapfer am Pfad der Ältesten, um Ninjago gegen die Anaconda zu verteidigen. In Staffel 5 hatte Dareth nur eine kleine Rolle und tauchte nur kurz auf. Sein Traum wurde erfüllt, als er einen Feuerflitzer erhielt, der ihm große Freude bereitete, bis er dann allerdings mit ihm in einen Betonmischer stürzte. In Staffel 6 half Dareth den Ninja bei verschiedenen Aufgaben, einschließlich des Kampfes gegen Nadakan. Er blieb loyal und unterstützte sie, auch dann noch, als sie zu gesuchten Schurken wurden. In Staffel 7 half Dareth bei der Einrichtung des neuen Hauptquartiers der Ninja und unterstützte sie bei ihren Abenteuern. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Verteidigung gegen die Schlangensamurai und half den Ninja bei der Suche nach gestohlenem Metall. In Staffel 8 stand er dann erneut auf der Seite der Ninja und teilt ihre Abneigung gegenüber Garmadons Motorradgang. Er eröffnete eine Bar, die dann jedoch von dieser Gang besetzt wurde. Als die Ninja dann inkognito die Bar besuchen, versucht er sie zu unterstützen. Später, als die Ninja die Motorradgang besiegt haben, öffnet er seine Bar wieder und bringt, als diese in Gefahr geraten, auch Misako und den jungen Wu in Sicherheit. In Staffel 9 spielt Dareth eine sehr bedeutende Rolle als Mitglied der Beschützer und erscheint in jeder einzelnen Folge der Staffel. Als die Ninja verschwinden und die Motorradgang Ninjago übernimmt, muss Dareth untertauchen. Er wird von Gangmitgliedern bedroht, verliert seine Vorräte, kann aber entkommen. Er kämpft an der Seite der Beschützer und hilft damit bei der Befreiung der Stadt. In Staffel 11 tritt er dann nur einmal kurz für eine Werbung für seine Bar auf. In Prime Empire ist er dann ebenfalls nur kurz zu sehen. Und in Seabound sehen wir ihn, wie er an einer Bustour teilnimmt, die von Katie Keys, der Maklerin aus Staffel 2, geleitet wird. In Ninjago die Rückkehr besucht Dareth dann auch die Ninja im Gefängnis und versucht sie zu befreien. Dareth ist bekannt für seinen eigenwilligen Kampfstil, den er Zojitsu nennt. Obwohl er sich oft überschätzt und tollpatschig ist, ist er herzensgut und couragiert. Er bewundert die Ninja und gibt trotz seiner Misserfolge nie so schnell auf und bleibt ein loyaler Freund von ihnen. Das, meine Damen und Herren, war das Leben von Dareth. Mich persönlich würde es schon sehr reizen, zu vielleicht noch ein paar anderen Charakteren aus Ninjago, die eher so im Hintergrund zu sehen sind, so auch so ein Video zu machen, in dem ich mich einmal deren Geschichte und deren Leben widme.
Wenn euch das auch interessieren würde, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und schreibt mir euren Charakter, den ihr gerne mal sehen würdet, in so einem Video in die Kommentare. Danke fürs Zusehen und ciao, ich bin raus.